draußen schwierig. Ich hab sie gekauft. Was haben wir hier noch? Dreimal täglich Mana plus... Ach shit, das kostet 10. Nö, mehr kann ich mir auch nicht leisten, bis auf die zwei Sachen. Nehme ich noch Flächenschaden mit rein? Nee, ne? Scheiß drauf. So, wer hat denn die mit dem Hammer? Die Charlene. Die kriegt von mir die andere Waffe. Oh. Die bin ich falsch. Also mir fehlen 6 Goldstücke. Ich könnte jetzt pro forma irgendwas verkaufen, ne? Auch schon die gute Armbrust, die wird mich nur wenig einbringen. 4. Ich kann jetzt hier mal nicht meine ganze Ausrüstung verkaufen. Ne, komm, scheiß drauf. So, I'm ready, glaube ich. Hier kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Da hoffe ich, wird gleich noch was abfallen durch die Leichen. Auf geht's, nächste Runde. Oh, ja, nochmal draufklicken. Ist neue Musik, oder? Das hört sich gut an. Oh, mit dem kommen wir gar nicht so weit. Kann auch sein, dass das schon beim letzten Mal drin war. Ja, sehr gut. Gutes Gelingen dafür, Kasar. Armbrust. Easy. Nutzt sie eigentlich gar nicht, ne? Komm, machen wir uns einfach den vorderen rum. Komm, ich gar nicht so weit. Nö, bleiben wir hier unten.
Komme ich gar nicht jetzt hin. Sie sind natürlich noch Fähigkeiten, können wir aber jetzt nicht nutzen. Also nächste Runde. Oh. Oh, ich habe irgendwas schneller gemacht. Das war nicht gut. Über 300 Euro Material bestellt. Boah, da kriegst du auf jeden Fall was hin. Also irgendwas, das auch funktionieren könnte, ne? Hin. Ah, oh, der Zauberspruch geht nicht mehr. Alles aufgebraucht. Okay, vergiften wir mal schnell. Für sie verwenden. Schade. Nur damit wir uns etwas zurückziehen können. Ja, warum stirbt der nicht? Mal lecker. Alle Mann kriegen was ab. Oh, das ist ja auch noch ein Gegner. Den habe ich ja nicht gesehen. Krieg ich jetzt von hier aus nicht. Ja gut, gucken wir mal, ob der zu uns kommt oder Richtung Lager rennt. Er kommt zu uns. Gegner haben wir nur noch. Der ist schön abgewandert. Sehr gut. Oh nein, das solltest du doch nicht. Jetzt nur alle gut zu schwächen hier. Das ist nur der Hordenangriff.
Oh ja, komm, ziehen wir die alle mal ein bisschen runter hier. Betäubt. Scheiße. Ist aber nicht nett, dass ich jetzt da mittendrin stehe. Der ist betäubt, der wird sich eh nicht mehr bewegen, die Runde. Jetzt doch. Ist er wieder wach. Ah komm, nur 37. Na, haben wir 20 Gegner geplättet. Mittendrin stand nur dabei. So ist es. Bist du gerade gewundert, wo steht die denn? Jetzt wäre dieses Kleingedruckte, weißt du? Nicht gelesen, was passiert. Oh, die hat immer viel Mana, ne? Ich sollte wieder auf meine ursprüngliche Waffe gehen. Oh, da ist was Fieses. Da. Elite-Clown. Den hauen wir mal hier weg. Warum geht das denn nicht mehr? Also von der Aufteilung der Waffen ist das halt schon mal ganz cool. Jetzt beeindruckt den weniger. Dann vergiften wir den halt. Beeindruckt ihn auch nicht. Vergiften. Kann nicht mehr vergiften, schade. 21 Gegner. Sagen, ich switch jetzt so ein bisschen hier rüber. Vielleicht kommt, da kommt der große Pult, glaube ich, nur noch. Viel zu viel Mana ausgegeben. Geht schon. Den Rest machen wir jetzt mit Standardbewaffnung. Was? Trifft den nicht?
Vielleicht kloppen wir da doch nochmal so rein. Weil es uns Spaß macht. Immer noch Rüstung. Na ja, nochmal Vergiftung für dich. Der wird sich freuen. Das ist nicht viel Reichweite. Die haben jetzt keine Reichweite mehr, bis auf er. Den Gegner. Oh. Okay, die treffe ich schon gar nicht mehr. Ja, nächste Runde ist auf jeden Fall gewonnen, aber wir beenden jetzt schon, ne? Warum sollen wir rumeiern? Okay. Also gar nicht gefährlich. Aber für unser Dorf. So, aber jetzt aus zwei Richtungen. Boah, 207 Material haben wir. Das hat sie jetzt doch schon ein bisschen bemerkbar gemacht, ne? Nichts für diesen komischen Boss gekriegt, leider. Holen wir mal eben die Helden wieder zurück. Ich würde jetzt sagen, wir bauen jetzt auf jeden Fall die Menschenhütten aus. Gold, 5 Arbeitskräfte. Fünfundvierzig Gold haben wir jetzt noch. Dann kriegen wir auf jeden Fall gut Gold zurück. Ich würde das große Haus abreißen. Es gibt 72 Gold, 67 Material. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit der Abwehr hier machen.
Gehen wir erstmal hier alles durch, ne? Unsere Aufgabenliste. Nicht alle sind mit Mana aufgefüllt. Wir gucken mal eben. Wer ist denn wichtiger? Bogenschütze oder die mit der kleinen Armbrust? Die mit der kleinen Armbrust. So, Hammer und große Armbrust. Da könnten wir eigentlich mal was Besseres gebrauchen, ne? Würfel mal neu. Oh, war klar. Geht auf Mana. Je mehr Mana, umso mehr Schaden können wir blocken. Interessiert mich jetzt aber herzlich wenig. Kontamination. Die brauchen wir gleich für die mit der kleinen Armbrust. Drittes Auge, Sicht. Das sind dann 100, 1 physische Schaden, 3 physische Schaden. Ah, auch interessant. Ein Beutel mehr Ausrüstung. Fähigkeit Schlag auf tödlicher Schlag verursacht mehr Schaden und ermöglicht es, die Bewegungspunkte des Zieles zu beeinträchtigen. Nehmen wir mal mit. Oder? Rüstung haben wir schon gut. Mana ist jetzt nicht so unbedingt das, was wir brauchen. Mit voller Gesundheit erhält der Angriff 15%. Ach komm. Alles Kacke. Wir nehmen den hier. Also dieser Fähigkeitsbaum, den finde ich nicht gut, ne? So, da haben wir schon mal XP. Verteidigung getötete Helden. Gegner, nicht Helden. Den Bonus-EP, als hätte dieser getötet. So, es geht um die Verteidigung, aber um den eigenen Erfahrungsgewinn, der erstmal wichtiger ist, ne? Danach kommt die Tier. So, aufleveln. Bogenschütze, Mana oder Genauigkeit? Ich nehme Mana. Erstmal Mana pushen. Chance zu betäuben, isoliert. Zu verbünden hat. Fernkampfschaden. So, Nils, du bist durch. Stormy. Das ist die mit den magischen Fähigkeiten. Da gehen wir mal Schaden. Schaden? Ja, wir nehmen Schaden. Kritische Stärke, täglich Mana erhöhen war als Zauberin auf jeden Fall wichtig. Wird auch XP gewinnen. Nehmen wir auch mit rein. So, und hier müssten wir jetzt auf Kontamination gehen. Ansteckung. Wir haben sogar noch einen Ausbildungspunkt. Am Ende des Zuges wird 40 vergiftet auf alle Feinde innerhalb einer Reichweite von 3 an. Das nehmen wir auch mit rein, ne? Muss ich erstmal warten mit XP gewinnen. Ein Aktionspunkt, ja, nehmen wir. Gesundheit. Ah, wir hätten Bewegungspunkte nehmen sollen. Scheiße. Erhaltene Heilung mal erhöhen. Der Gift Schaden, ne? Sie macht ja Gift. Giftschaden 115%. Nice. Das finde ich gut. Was kriegen wir als Belohnung? Oh, noch ein besserer Zauberstab. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, die Fellrüstung. Aber ausweichen. Jetzt gehen wir Rüstung mit bei. Ein Bewegungspunkt weniger, 6% minus Genauigkeit.
Chance zu betäuben, aber dafür drin. Und Gesundheit plus Blocken. Und magischer Schaden. Boah, ist das schwierig. Ich gehe auf Waffe. Okay, wir vergeben jetzt erstmal diesen Stab. Hat die nur einen Arm oder warum ist das hier gesperrt? Ist voll schlecht. Nee. Sie hat wahrscheinlich echt nur einen Arm, ne? Da muss der Bogenschütze das kriegen. Okay, wir kümmern uns um die Verteidigung. 125, ja, das reicht aber nicht. Wobei, wir gucken mal. Hier bauen wir jetzt im Moment ja nur das Material. So, mehr gibt es nicht. Welche Waffe hat die? Ach da, oh. Hello there. So, das wird jetzt witzig. Oh, Andi, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Oh, wir müssen auf jeden Fall auch gucken, dass wir nachher das Gebäude bauen, um den Schatten wegzudrücken. Ne? Nächste Runde wird der näher kommen. Gab's das nochmal hier drin, ne? Die Seherbude war das. Also ich baue jetzt schon mal auf jeden Fall nochmal ein Plünderlager. Ach, das konnte man nicht drehen, ne? Schade. Mit Bedacht bauen. Wo baue ich's hin? Hm. Wenn ihr vom Kern halt, ne? So, ich habe noch zwei Arbeitskräfte. Ich könnte noch was abreißen, was mir im Weg ist. Eventuell kriegen wir dann ja noch die Kohle zusammen, ne? Nein, kriegen wir nicht. 97 Gold, dafür könnte ich nochmal einkaufen. Oder wenn nichts drin ist, werden wir es sparen für die nächste Runde. Aber wir haben 82 Material, das heißt, wir können noch eine Balliste bauen. Ja, was haben wir denn Schönes hier?